Servus Leute, zurück zu Duel of Champions. Ich habe mir mit Shalan die... Ah, ich habe mir einfach die Zähne ausgebissen. Jetzt versuche ich es mal mit Ishuma. Good old Ishuma, vielleicht habe ich damit eher eine Chance. Im offenen Format. Mein Daily irgendwie hinzubekommen. Nein, nicht gegen meinen Erzfeind Keltor. Ja gut. Ja... Gegen meinen Erzfeind Keltor. Feuerstrahl. Nein, er weicht aus. Okay. Er weicht aus. Ausgezeichnet. Ich frage mich, ob im offenen Format sich irgendwas getan hat seit Monaten. Weil die neuen Karten, die können ja auch die alten Decks, wie zum Beispiel Kälte und die Schuma, irgendwie beeinflusst haben. Vielleicht kam da was Neues rein. Ich habe, soweit ich weiß, keine der neuen Karten. Zumindest da drin. Angriff. Tot. So, Keltor, was machst du? Du könntest Elefanten haben. Elefanten sind lästige Viecher. Wie schon erwähnt, er könnte Elefanten haben. Will ich? Oder will ich nicht? Vielleicht will ich... Erstmal, auf jeden Fall töte ich dich. Das ist ganz klar. So. Dann mit der anderen schiebe ich... dich hier runter und greife an. Mach mal so. Der Elefant kann sich nicht bewegen. 4 Magie. Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Was spielt denn? Doch, Feuerball. Verflucht. Natürlich. Feuerball. Ich hätte vorher angreifen müssen. Ja, das hätte ich tun sollen. Ein Schaden mehr ist schon wichtig. Hat er noch einen Feuerball? Nein, aber noch mehr beefige Kreaturen. Diese sind doch auch was Schönes. Hast du Blutdurst? Du hast Blutdurst, okay. Dum, dum.
Schaden tot. Na gut, der Kriegselefant soll machen, was er will. Ach, das erinnert mich an die alten Zeiten. Aber ich erinnere mich genauso gut auch daran, dass ich gegen ihn keine Chance hatte, normalerweise gegen Keltor. Der kann jetzt mit Keltors Fähigkeit ziemlichen Schaden machen. Oder er vergisst es. Diesmal habe ich keinen Fehler gemacht, nicht anzugreifen, weil ich wollte nicht angreifen. Lieber meine Schützen. Ich weiß gar nicht, was ich sonst noch brauche in dem Deck. Warum nutzt er nicht seine Heldenfähigkeit? Der könnte so geil... Der könnte so geil Schaden damit schießen. Ich kann mir Keltor übrigens auch gut in so einem Blutdurst-Deck anstatt Torul vorstellen. Unser alter Kumpel, der übermächtige Ork. Schaden, draufhauen und noch mehr draufhauen. Drei Handkarten hat mein Gegner. Das ist leider zu viel. Damit geht mir vieles Mögliches. Ach, in diesem Spiel braucht man kein... Das ist eine der neuen Karten. Nein, Pantherkrieger. WTF Pantherkrieger? Der ist viel zu teuer für Kälte normalerweise. Gut, der reicht. Oder vielleicht denken sich die Leute hier, da der Paar-Todessucher jetzt eins teurer wurde, dann lohnt er sich schon gar nicht mehr und man kann in dem Deck stattdessen für zwei teurere den nutzen. Ja, klingt logisch. Du hast nur das. Na gut. Ich würde dich gerne ausspielen. Nein, Glücks... Oh, nee. Ich hätte dem mehr Schaden machen können. Und ihm auch. Hat er einen Pau? Auch noch? Warum hat er eine Lücke gemacht? Hat er den nochmal? Oder er hat einfach... Ah, okay. Hat es wahrscheinlich einfach so genutzt, weil es gut war. Oh, dann nutzt mal seine Fähigkeit. Respekt. Bin ja hellauf begeistert. Ich habe gesehen, was er bekommt. Ich habe gesehen, was er bekommt. Ich bin not amused.
Tja. Ich kann meinen verstärken. Toll. Drauf gehen wird sie trotzdem. Und der Drache. Der grimmte Lindwurm. Der wird leider alles Nötige. Und nochmal. Das aber laut. Jetzt habe ich ein Problem. Ah. Das ist eine Möglichkeit. Das ist jetzt die Frage, schieße ich oder schieße ich nicht? Wenn ich nicht schieße, sollte ich eine Karte ziehen. Und ich schieße nicht. Du bringst mir leider nicht sehr viel. Außer als Fleischschild. Angreifen werde ich nicht, damit der grimmte Lindwurm hier nochmal Schaden nochmal aufgehalten wird. Nochmal! Das ist doch nicht möglich! Ich ziehe den einzigen Zauber, den ich habe, und was zieht er? Er zieht dreimal hintereinander den Schwarzschädelstampfer. Ja, okay. Und noch einen Zauber. Das ist verloren. Oh, das ist eine neue Karte. Wow, Zerstörer, der hat teure Karten reingesetzt. Die sind aber nicht normal. Normal sollte der in der Runde schon zu Ende sein. Tja, ich kann aber nicht mehr blocken. Ah, doch. Stimmt ja. Es gibt ja 6, 5, 8. Das ist Madness. Das ist Madness. Und ein Trommler. Das ist ein interessantes Deck. Das ist aber kein klassisches Keltor-Deck. Schwächer eigentlich. Nicht so schnell. Dafür stark im Late Game. Was? Für was? Ah, Level Up. Ja, irgendwoher muss ja das Gold kommen. Okay, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.